So. Ja, ich würde sagen, wir überwachen von Bildkamera kommt hier hin. So, jetzt haben wir den totalen Durchblick. Sehr gut. Licht können wir ruhig killen. Okay. Wir gehen in den Nachtsichtmodus. Ja, so kann man das lassen. Das Licht hier im Büro anlassen. Aber, weil ihr bei der Frage immer so viel so Leute, also wir sind jetzt hier in den Büroräumen der Firma und ja, also hier habe ich mich vorhin doch extrem unwohl gefühlt. Also eigentlich haben wir uns alle hier extrem unwohl gefühlt und ja, falls hier irgendwas auslösen sollte, wir gehen jetzt raus, ist niemand mehr hier. Wir schließen auch hinter uns die Tür zu, also danach ist die Kamera hier definitiv allein. Okay. Kannst du noch mal kurz erklären, was war, Markus? Ja, die Spiritbox steht da hinten, so wie jetzt auch. Ich gehe hin, das Licht war an, nehme die Spiritbox so in die Hand, drehe mich um, in dem Moment geht das Licht aus. Soll ich mal reingehen? Ja, geh mal rein. Und ich habe hier drin gerade auch wieder ein ganz mieses Gefühl. Das kann ja technisch eigentlich gar nicht angehen, weil du brauchst ja den Schalter zum An- und Ausmachen. Geht nicht aus. Ja. Okay, haben Sie das Licht ausgeschaltet? Ich habe keine Ahnung und ich fühle mich gerade hier drin sowas von dermaßen unwohl. Dann können Sie mal zu mir herkommen, ich habe hier ein Gerät, das fängt an zu leuchten und zu piepen. Ich muss aus dem Raum raus. Ich muss echt aus dem Raum raus. Oh. Ja, das sollten wir uns doch vielleicht gerade mal angucken. Vielleicht macht einer mal das Licht kurz an. Okay. Können Sie das Licht nochmal ausmachen? Also du musst definitiv den Knopf drücken. Okay. Okay. Können Sie das Licht nochmal bitte ausmachen? Das ist interessant. Ja, es kann auch kein Versehen gewesen sein, dass du dran gekommen bist. Weil hey, das steht da hinten und du schaltest dich da vorne. Du bist doch hier reingelaufen, man hat nichts gehört, man hört den Schalter ja. Ja. Ja gut, wir machen jetzt ganz einfach unbeirrt weiter und gucken mal, was da noch kommt. Wenn es passt so, dann langsam mal laufen. Passt erstmal so. So, jetzt haben wir mal ein anderes Gerät angemacht. Wir haben ganz deutlich gehört, wie hier jemand läuft. Aber Sie brauchen sich jetzt auch nicht mehr verstecken. Wir haben Sie ganz deutlich gehört. Und über diesen Ton können Sie jetzt mit uns reden. Bitte sprechen Sie mit uns. Was wollen Sie hier? Sollen wir nicht mit Ihnen sprechen? Sie
Sie gerade vorhin das Licht ausgemacht bei Markus im Zimmer hinten. Du bist doch ein Zeichen, wenn du jetzt hier unter uns bist. In dem hinteren Raum. Noch eine Stufe runter, Markus. So. Gut. So, ich habe jetzt auch mal eine Frage. Diese Seele oder dieser Geist, der hier in diesem Haus ist, sind Sie vielleicht jemand, der quasi hier vom Bestatter eingebettet wurde? Sagen Sie mal Ihren Namen. Wer war denn gerade vorhin so nett und hat auf jeden Fall das Licht ausgemacht, als ich drin war? So, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir uns mal unterhalten. Jetzt möchte ich mal was von Ihnen hören. Aber Sie können sich auch denken, ist doch... Oben drüber ist welcher Raum? Direkt oben drüber? Von meiner Tochter. Können wir da hochgehen? Ja. Das Licht? Bist du hier drin? Darf ich reinkommen? Ist irgendjemand hier im Zimmer? Sie können hier über dieses Trägergeräusch sprechen. Ja, erklären Sie uns doch ganz einfach, wo Ihr Problem ist, dass Sie noch hier sind. Wir wollen Sie nur verstehen. Mark, der Akku ist gleich leer, ne? Ja, die saugt richtig. Aber das ist natürlich Geräuschpunkt, deswegen brauchen wir ganz dringend. Der Raum mit dem kleinen Fenster war hier vorne, ne? Oben. Noch eins hoch, ne? Gehen wir mal ganz kurz da hin.
Die ist leer. Die Schlösser. Die ist leer. Okay. Die Schlösser, ja. Also war das gewohnt von dem Kopf. So, ist dann hier irgendjemand? Hallo? Vielleicht ist hier auch ein kleines Kind. Kind? Ja. Kind. Ganz deutlich. Ganz deutlich. Ganz, ganz deutlich. Boah, ich kenn's auch. Kind. War genau hier. Ja. Wo ist das Kind? Da, oder? Sie haben doch gerade Kind gesagt. Reden Sie doch weiter. Was ist mit dem Kind? Herr? Wie heißt du? Was? Keine Ahnung, aber das Bild wird gerade so unscharf. Kann weggehen, soweit ich will. Jetzt wird es scharf wieder. Jetzt bleibt es scharf. Das war gerade so unscharf, das Bild. Also das Kind war ganz deutlich. Ja, und die als die Aussage gerade kam, wurde das Bild total unscharf. Okay. Ja, wie gesagt, Sie haben Kind gesagt, aber was ist dann mit dem Kind? Ist irgendwas passiert? Ist das Kind noch da? Boah, das muss ich erst mal sacken lassen. Mhm. Das ist deutlich. Ich stelle mich jetzt nochmal an die Stelle, wo Sie das gerade gesagt haben. So, ich habe es verstanden und habe gesagt, es ist hier vielleicht ein Kind. Ist das kleine Kind vielleicht noch hier? Hier. Also bitte reden Sie mit uns. Ja, wir können Ihnen und Pasquale nur helfen, wenn Sie mit uns reden. Wieder, Kind. Kind. Wer ich bin, mein Name ist Marc Lagering. Die Stimme hat gesagt, Kind ist hier und dann, wer bist du? Wer bist du? Wie gesagt, mein Name ist Marc Lager, den ich probiere, Pasquale zu helfen, weil Pasquale fühlt sich hier nicht wohl. Und ihr seid vielleicht der Grund. Versteht ihr das? Also wenn das Kind hier ist, dann wo ist es dann? Ja? Vielleicht können wir dem Kind helfen? Sind wir hier richtig oder sollen wir runter? Hauch? Ich hab's nicht verstanden. Können Sie es nochmal wiederholen? Die Stimme hat gesagt, er hat sie gesehen. Und er sagt, er hat diesen kleinen Schachtel. Also unten. Sollen wir nach unten? War eine ganz dunkle Stimme. Warum bist du hier?
Einbekommen. Hallo! Wie heißt du denn? Hab Fieber. Noch viel besser. Ich hab verstanden, hab Fieber. Oder sowas. Was habt ihr verstanden? Ich bin so nicht bitte, das Mädchen ist auf dem Foto. Ist das Mädchen auf dem Foto? Also nochmal, ist das Mädchen auf dem Foto? Ich finde das schon bemerkenswert. Mhm. Also sollen wir hier oben bleiben oder sollen wir runtergehen? Wenn wir hier bleiben sollen, dann sagen Sie bitte bleiben. Für runter, runter. Boah, das ist schlecht, ne? Gut, dann gehen wir nochmal runter. Wenn das nicht richtig sein sollte, dann halten Sie uns bitte auf, wenn wir jetzt noch ein bisschen runter nach Bein gehen. Hast du es verstanden? Nein, ja. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal hier hoch, ja? Keine Angst haben, dass wir jetzt verschwinden, wir kommen nochmal hierher. Wow. Was war das? Okay, oder? Ja, gerne, hab ich versprochen. Badler war das. Was hast du gesagt? Italienischer Sprechen, Badler. Stimmt. Ja. Also, ehrlich. Frag doch mal was auf Italienisch. Ja. Was ist parlare l'italiano con te? Puoi dire cosa fai qua? Ich denke eben, das Wort habe ich schon mal gehört. Und du sagst es, du denkst mir so klar. Das war gerade aber auch nicht deutsch. Na ja, gut, wir hören es mal der Auswertung. Wir verpassen nichts. C'è qualcuno che vuole aiuto di me? Mi puoi? Mi puoi? Ja. Mi puoi heißt kannst du mir? Ja. Also, aber da war noch was. Die Frage, die ich gestellt habe, kann ich dir irgendwie helfen? Genau. Mi puoi heißt du kannst mir? Ja. Also es ist die Frage wie. Frag mal, ob ich das mi puoi dire come ti posso aiutare? Se mi senti, mi puoi dire in italiano cosa posso fare per te? Non ci stanno spostando. Ma è buono, ti chiamo ora. Mi dice, spregino. Oh, das ist phänomenal. Was denn dieses Geräusch war?
Niemand von uns war zu diesem Moment im ehemaligen Sarglager, als Folgendes passierte. Schon ein bisschen unheimlich. Wir können nicht sagen, was dieses Geräusch war. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, sich zu trennen. Bertie und ich wollten nochmal in die Büroräume. Und danach ins ehemalige Sarglager. Stefan, Markus und Pasquale wollten im Haus bleiben, um dort weiter zu versuchen, Antworten, Botschaften aus der Spiritbox zu bekommen. Und jetzt sollte es echt verrückt werden. Gut, die Spiritbox steht noch auf dem Boden. Ja, immer wenn ich in die Nähe von dem Raum komme, boah, ist die Luft weg. Okay. Heute haben sie es auf mich eingeschossen. Wollen wir den K2 auch mitnehmen? Ja, würde ich mitnehmen. Gut, Leute, wenn irgendwas ist, kommt uns an. Ja, gleichfalls. So. In dein Schlafzimmer wollen wir, ne? Ja, schauen wir mal, ja. Ich zeig dir das Geräusch nochmal. Ja, deine läuft noch. Sehr gut. So, müssen wir einmal einschalten wieder. Ja, ich würde das alles sehen. Oder aufs Bett legen. Weil da hat sie auch gezogen. Ne? Lag die links oder rechts? Immer rechts. Ja. Also, ja, jetzt von uns aus gesehen rechts. Ja. Wer ist denn dein Bock? Also mein Gott ist Jesus Christus. Kannst du deinen Namen noch mal wiederholen? Pasquale sagt, du lässt ihn hier nicht schlafen. Oder schlecht schlafen. Warum tust du das? Weil ich es kann. Ja, könnte sein. Finde ich aber nicht in Ordnung. Da wo du sitzt. Da wo ich sitze, soll ich nicht auf dieser Bank sitzen? Soll Markus von der Bank aufstehen? Stell du mal eine Frage, Pasquale. Kannst du uns sagen, wer du bist?
mir einen Namen sagen? Ich will der Kotzen hier. Ich will der Kotzen hier. Ich will der Kotzen hier. Boah, das war das. Bist du immer noch hier bei mir im Schlafzimmer? Sollen wir dir helfen? Können wir dir helfen? Willst du ins Licht? Hast du was mit diesem Haus zu tun oder nicht? Allerletzte Warnung. Vor was warnst du uns denn? Ich stelle die Frage nochmal. Gehörst du zu diesem Haus oder nicht? Hast du hier schon mal jemanden an den Füßen gezogen? Ja. Kannst du das nochmal machen? Wir haben da das Gerät mit der grünen Lampe liegen. Zieh doch da dran mal. Und das ist auf 100 Millisekunden und da kann nichts rauskommen. Ich frage euch nochmal, was haben die Menschen euch hier getan? Ich schwöre bei Gott, der ganze Boden hat gewackelt. Hast du es gemerkt? Nicht so wie du gerade machst, das hat richtig, nee. Richtig gewackelt. Bist du was gehört, ja, Geräusch. Boah, wie krass. Schon hier. Hier bist du gestanden. Wenn du jetzt noch auftrittst, Betty, mach mal. Nee, das war alles nicht. Das war das definitiv nicht. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in der Halle, wo die Särge gelagert wurden. Wir haben erst gedacht, naja, okay, gut, muss nicht unbedingt was mit diesem Ort hier zu tun haben, aber Fakt ist, ihr habt es im Vorspann im Interview gehört, hier standen unzählige Kreuze mit Namen drauf von Menschen, weiß nicht, ob von Gräbern die geräumt wurden oder ob diese irgendwann angefertigt wurden und nie abgeholt wurden, nie bezahlt wurden, keine Ahnung, aber es waren sehr viele, die Pasquale entsorgt hat, also selber entsorgt hat. Und das kann natürlich auch den einen oder anderen verärgert haben. Man weiß es nicht.
Und bitteschön. Du hast zu uns gesagt, ich schlafe nur im vollen Büro. Jetzt sind wir da. Wer ist denn hier? Wie ist denn dein Name? Das ist schön. Hey. Gerüchte. Ja, Gerüchte. Ist denn irgendjemand hier? Wir wurden hierher geschickt. Was sollen wir hier tun? Ist hier irgendjemand in diesen Räumlichkeiten, der mit uns reden möchte? Da kommt so gar nichts. Ne? Wir haben die Sitzbank hier einmal hochgestellt. Ja, alles gut, Leute, macht euch. Die ist Ilja, gell? Ja, das hat er ja gesagt. Hier will er noch mal hinhängen für die Fotos. So, Dankeschön. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon mehrere Stunden dort. Aber ganz im Ernst, wir wussten nicht wirklich, wo wir dran sind. Okay, gut, es gab ein paar Sachen, die wir vor Ort direkt verstehen konnten. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Kind, das oben aus dem Fenster gefallen ist. Aber trotzdem wussten wir nicht so wirklich, wo verstecken die sich. Und jetzt kam unsere SLS-Cam zum Einsatz. Und ich dachte mir nur so, wir kriegen euch. Und jetzt wurde es richtig spannend. Leute, schnallt euch an, die folgenden Aufnahmen sind wirklich absolut der Knaller. 3, 2, 1, go. Wenn wir schon hier sind. Der Wendy. Gut, dann gehen wir auch gleich runter in die Büroräume. So, das Licht können wir jetzt hier eigentlich wieder anmachen. Genau. Perfekt. Ja.
Erkennt ihr die Figur? Nein, die bewegt sich nicht. No. Markus wird angezeigt, Berti ist noch tot. Kannst du dich mal bewegen kurz, Berti? Kann ich die Kinect gerade noch einstellen? Ja, ich denke, der Winkel ist blöd. Aber das ist nicht schlimm. Wir suchen jetzt mal alles hier ab. Das hebe ich mir für gleich auf. Die Spiritbox mal dazu. Oh, da ist was. Das ist auf deinem Stuhl. Jetzt ist er weg. Hast du es drauf gehabt? Yep. Ich habe aber was gesehen. Da saß auf deinem Stuhl. Spiritbox auslassen oder anmachen? Schmeiße mal. Der saß gerade auf seinem Stuhl. Ja, da. Und er haut ab. Du brauchst nicht abhauen. Wir haben dich gesehen. Du kannst gleich da bleiben. Weil genau mit dir wollen wir reden. Guck mal, jetzt ist er da unten. Was willst du von Pasquale? Lass den Mann zufrieden, okay? Das ist aber was Kleines. Wo geht er hin? Versteckt er sich um den Tisch? Die Form sieht doch komisch aus. Oh, okay. Weg. Hey, wo willst du hin? Jetzt bleib doch mal hier, wir machen dir nichts. Wir haben das schon gesehen, du brauchst dich nicht mehr verstecken, das ist vorbei jetzt. Okay? Der saß ganz am Anfang auf seinem Stuhl. Schon frech. Zack, da flitzt er rum. Der rennt hier durch das Büro durch.
Okay, ich gebe dir eine Chance, ich bin freundlich, okay? Zeig dich bitte nochmal. Wir wollen mit dir einfach nur reden und wollen wissen, warum du Pasquale nicht in Ruhe lässt. Da war er gerade. Da war er gerade. Wieder auf dem Stuhl. Warum versteckst du dich hier? Ja, da ist er. Direkt auf meinem Stuhl. Ja, hallo. Direkt auf meinem Stuhl. Wow, was war das? Ja, wow. Du wolltest mich nichts davon. Sag mal, was machst denn du auf dem Stuhl von Pasquale? Das ist nicht dein Stuhl. Was soll das? Was ist denn hier oben? Warum? Ja, weil der Schlag, der da gerade war, der war von der Scheibe. Achso, da ist die Scheibe. Ja. Also du kannst über das Gerät auch sagen, was du möchtest und warum du auf dem Stuhl von Pasquale sitzt. Bist du hier der Chef? Bist du hier der alte Bestatter? Dann heb mal deine Hand. Da wieder ich die Minuten. Boah, Stefan. Okay, kannst du mal von dem Stuhl aufstehen und dich hier vorne mal hinstellen, dass wir sehen können, wie groß du bist? Wahnsinn. Ja, also. Weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber wir sehen dich da auf dem Stuhl sitzen und du brauchst jetzt einfach nur noch reden, was du möchtest. So können wir ganz schnell das Problem lösen. Komm jetzt, sag mal, was du möchtest. Kann einer von euch mal genau in dem Winkel halten? Ich hab's mir hingekriegt. Ja, super. Hey, was wird denn das auf der Hand? Du bist mit drauf? Nein. Ja, jetzt bist du jetzt drauf. Ja. Und die Figur ist noch da? Ja. Ja. Senk gerade den Kopf nach unten. Was machst du hier? Jetzt nicht mehr. Schaut dich an. Schaut dich an und so ungefähr wie schaut dich an, ja. Komm, gib mir mal die Hand, das ist ein Freundschaftsangebot. Gib dir die Hand, gib dir die Hand. Okay. Oder der Fuß streckt dir eigentlich den Kopf zu. Oh. Ja. Ja, dann halt. Wie gesagt, hier, über dieses Gerät, sprich doch mit mir. Ich kann dich so nicht verstehen. Also rede oder schmeiß dich von dem Stuhl jetzt runter, weil... Lass mich auch nicht veräppeln, wir sind heute hier, um was gerade zu helfen und nicht um uns veräppeln zu lassen von dir. Das brauchen wir echt nicht. Aber der ist schon noch da? Ja. Schaut so zu dir hoch. Aber, ja. Boah.
Mir ist ganz kalt. Bleib sitzen. Tatsächlich? Er tritt nach dir. Okay. Du Coldspot. Bleib. Rückchen gerade runter. Oh, meine Hände kribbeln. Bleib konstant sitzen. Mit dem Fuß tut er dich irgendwie wegstoßen. Also ich glaube, ich verjag ihn vom Stuhl, oder? Ja. Also sag uns jetzt, wer du bist, oder mal muss ich dich leider von dem Stuhl entfernen. Habt ihr gerade richtig gesehen, dass der Stuhl sich ein Stück bewegt hat? Oder ist das jetzt gerade... Nee, also ich habe nicht gesehen, dass ich auch nicht. Okay. Sag bitte jetzt, wer du bist und was du möchtest, ansonsten schmeiße ich dich von dem Stuhl runter, weißt du? Ja. Komm da von dem Stuhl. Das dritte nach dir. Aha. Mhm. Ja. Komm da von dem Stuhl. Das dritte nach dir. Aha. Mhm. Runter von dem Stuhl. Weg. Ist er weg? Ja. Ja. Jetzt wieder da. Das ist so krass. Der weg. Da, da. Spielst weg. Du mit uns? So, Freund, ich hab dir ja gesagt, du kannst hier nicht bleiben. Wie findest du denn das? Guck mal. Ich weiß, das ist jetzt gemein von mir, aber du kannst hier nicht bleiben. Mir tut es auch irgendwo leid. Du hattest dann eine Chance, dich mitzuteilen, zu sagen, was du hier möchtest und warum du denkst, du wärst hier der Chef, in dem du in dem Sessel sitzt. Und ich sag dir jetzt ganz einfach, das ist nicht mehr dein Sessel. Du kannst nicht hier bleiben und lass bitte den Pasquale zufrieden. Ja? Nimm mal. Guck mal. Das ist nichts, was dir gefällt. Und ich sag dir was, wenn es sein muss, komme ich jeden Tag hierher und gebe dir genau das. Also überleg dir das bitte. Wenn du nichts siehst, geh rein. Du kannst hier nicht bleiben. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Von daher, verlass bitte diesen Ort hier. Ich weiß nicht, was du hier noch an diesem Ort zu suchen hast, aber das ist schon lange nicht mehr dein Ort. Ist es nicht. Ich meine, Pasquale kann dir das bestimmt auch erklären. Ja? Der will einfach nur seine Ruhe haben. Und egal, wer hier noch ist, ich habe gesehen, dass hier noch irgendwas Großes ist. Ja? Ich komme auch gleich hier nochmal durch den ganzen Raum gelaufen. Mit dem weißen Salbei. Und das wird euch nicht gefallen. Ich weiß, dass das euch das nicht gefällt. Deswegen... Wechselt den Ort, wenn ihr nicht seht, geht da rein. Ihr könnt hier nicht bleiben. Geht nicht. Ich sage euch das ganz klar, das funktioniert nicht. Ganz kurz mal für ein paar Sekunden hier auskühlen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, wie krass. Setzt er sich einfach mal auf den Stuhl. Wie ist das jetzt so für dich, Pasquale? Denkst du, dass das jetzt dich bestätigt? Ja, ja. Also wenn du hier sitzt? Es bestätigt das, was ich die ganze Zeit eigentlich gespürt habe. Ja. Also auch ich selbst habe es mit Räuchern versucht, aber
ja, es war jetzt das Richtige, praktisch eure Hilfe da jetzt in Anspruch zu nehmen. Das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen. Und ich finde es jetzt auch eine große Bestätigung, dass wir einfach diese, sagen wir, diese Zeichnung oder dieses, wie man das auch immer heißt, dieses Strichmännchen jetzt da wirklich bildlich auch darstellen konnten. Und ausgerechnet auf deinem Stuhl. Und dann genau auf meinem Stuhl, was ich auch gedacht habe, dass das Ding an mir haftet. Ne? Mhm. Irgendwo haftet es ja an. Es haftet, der ganze Tag hat es an mir gehaftet. Das heißt, meine Handlungen, meine waren beeinflusst. Völlig. Sicher. Völlig. Also 100% bin ich mir absolut sicher. Wir hatten auch schon mal eine Aufnahme gehabt, wo so ein Strichmännchen erst in mich reingefasst hat und plötzlich in mir verschwunden ist und auf der anderen Seite wieder rauskam. Das heißt auf gut Deutsch, klassischer, wenn du da sitzt, kann der sich einfach zu dir gesellen und lässt dich. Kann ich vielleicht manipulieren, entsprechend. Ne? Ja. Ja. Und natürlich auch Situationen hervorrufen, die man nicht will. Könnt ihr mir nochmal ganz kurz den Brenner holen? Weil hier ist noch ein bisschen was drin, das würde ich gerne von der Brenner lassen. Schauen wir da mal. So, das ist ab heute nur noch Pasquales Platz, nicht mehr dein Platz. Vielleicht kannst du das schon gar nicht mehr hören. Und du hast schon die Rückreise angetreten, sage ich jetzt mal. Ja? Aber falls du mich noch hörst, oder ihr alle das hört, wir werden diesen Duft hier überall verteilen gleich. Ja? Ich rate euch einfach, geht woanders hin. Weil, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, das ist nicht euer Ort. Ja. Und ich verstehe es auch gar nicht, dass ihr so hartnäckig über Jahre seid, weil das ist ja ein starker Mann. Ja, das ist ja niemand, der vor euch Angst hat. Der hat uns nur geholt, dass wir mit euch einfach mal reden können. Ja, dass ihr wisst, was hier Sache ist. Sache ist, dass ihr hier nicht bleiben könnt. Oh mein Gott, das klingt noch schön. Na, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Nachdem wir die kleine Figur auf Pasquales Chefsessel gesehen hatten, fiel uns erstmal alles aus dem Gesicht. Und dass dieser kleine Kerl auch noch nach mir getreten und geschlagen hat, einfach unglaublich. So etwas konnten wir noch nie einfangen. Echt verrückt. Aber trotzdem dachten wir uns, mal sehen, was jetzt noch kommt, weil jetzt gingen wir ins Haus zurück, um Zimmer für Zimmer abzusuchen. Und was meint ihr, was passiert ist? Kann schon sein. Schaut's euch an. Komisch. Das ist groß, gell? Ja, das ist groß. Über 2 Meter. Und der hängt da. Der ist über 2 Meter. Die Türrahmen ist 2,05 Meter. Okay. Schwenk mal ein Stück nach rechts. Das zeigt doch was. Der hängt direkt hier über den Türrahmen. Ja. Ich komme gleich. Ich muss dich gerade irgendwie was auf dieser Karte schauen. Der zeigt doch was. Der ist direkt hier an der Tür. Siehst du das? Der hängt über der Tür drüber. Oh oh. Was? Was? Der hat das Fahrrad geknackt, unten drunter, sehr laut. Okay, hier hängt ein riesen Typ an der Tür. Und zeigt auf die Tür oder ins Zimmer. Ja, nicht ich. Ja, das hängt sich da festlegt. Links und rechts.
Und Toilette. Der ist da Richtung Bad. Der ist auch hier im Bad. Also der ist, hängt jetzt an der Tür. Der Tür, ja. Da. Ja. Genau da hängt er. Weg. Kannst du dich nochmal zeigen? Wir haben dich gesehen, du brauchst dich nicht mehr verstecken. Geh mal in das Bad und guck mal. Ah, ja. Nee, das war hier aus dem Zimmer. Diese Szene ist total interessant. Man sieht, wie diese Entität sich durch das Zimmer bewegt. Doch plötzlich scheint es uns zu bemerken. Und dachte sich anscheinend, oh nee, nix wie weg, die sollen mich nicht sehen. Aber zu spät. Wir hatten ihn definitiv auf Kamera. Geht da noch mal rum. Der war jetzt wo gewesen? Hier an der Tür und dann war jetzt gerade aus dem Zimmer noch mal, wie wenn er so um die Ecke guckt und so rüberspinst. Okay. So. Ja, wir haben dich gesehen. Du musst dich nicht mehr verstecken. Wir wissen, dass du da bist. Aber richtig kurz. Zeig dich doch noch mal. Zeig dich doch nochmal. Wir würden dich gerne nochmal sehen. In deiner vollen Pracht. Also definitiv hier oben auch direkt Räucher, so wie wir es finden, direkt aufräumen. So, auch hier gilt, das ist nicht euer Platz, ihr habt hier nichts verloren. Verlasst diesen Ort jetzt und kehrt nie wieder zurück. Ihr habt hier nichts, was euch hält. Wenn ihr ein Licht seht, geht hinein. Ansonsten geht irgendwo anders hin, aber hier seid ihr nicht willkommen. Hier will euch niemand haben. Und ihr werdet hier nicht finden, was ihr sucht. Lasst Pasquale und seine Familie in Ruhe. Geht jetzt und kommt nie wieder. Achtung, Tisch. Die Kamera
Keks löschen. Ja, ich kann mir auch nichts mehr ansehen. Also, Karte ist voll. Ja, lass mich doch mal den Keks angucken. Das ist schon, wenn ich da drauf gehe. Ja, dann können wir auch eigentlich unten direkt weitermachen. Ja, schon mal dein Schlafzimmer. Das ist keine schlechte Idee. Vielleicht mal hier auf die Kommode oder auf diese Bank. Da ist was. Sachen, ohne Kopf. Links, das ist da, wo der... Okay, jetzt manifestiert es sich. Ja, das ist links von der... Kiste, oder was? Ja, da, wo der Schublade steht. Der Kopf zeigt nach unten. Ja, ich denke, dass da gar kein Kopf drauf ist. Boah. Er zeigt dahin. Seitenverkehrt, er zeigt hierhin. Auf die Bank. Doch, er zeigt auf die Bank. Jetzt setzt er sich auf die Bank. Ja, ja, mach doch mal aus. Ja, da setzt sich auf die Bank. Gut, wir müssen einmal kurz anschauen, dass man weiß, was los ist. Guck mal. Ja. Wahnsinn. Guck mal. Jetzt sitzt du voll auf der Bank, ja? Ja. Ey. Also jetzt wundert mich nichts mehr. Das ist ja der alte Dämon hier. Alle. Das ist ja unglaublich. Ja, auf jedem Stock oder das? Die Beine aufeinander geschlagen. Ja. Ich nehme an, ich darf die Schüssel schon mal wieder klappen. Ja. Vorsicht. Ja, aber dann können wir erstmal kommunizieren, was sagen. Ja. Mit der Blocks oder so? Ich würde sagen, weil es wäre schon interessant, warum die eigentlich jetzt hier ist. Weil ja, ich glaube auch, dass es jetzt langsam reicht. Das sind ja keine Zufälle mehr. Also soll ich die Deadwolf mal anschmeißen? Die hätte ich jetzt gerade hier. Ja, schmeiß die mal. Schalt mal drei Channels ein. Wie locker und lässig der jetzt auf der Bank gesessen hat, ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon sehr groß, ne? Kann das sein? Kannst du uns mal erklären, was du hier zu suchen hast? Im Schlafzimmer? Von Pasquale? Verkehrt. Er? Hier? Was wollt ihr alle hier? Das ist ja nicht zu glauben. Das ist nicht euer Platz. Ihr könnt nicht hier bleiben. Guck mal, Bertie, dass du vielleicht. Also wenn du rückwärts läufst, kommst du ans Bett, aber vielleicht kannst du mal ein Stückchen nach hinten. Ich halte dich mal um. Genau, wir lenken dich. Dass wir den mal ganz drauf bekommen. Komm mal nochmal ein Stück. Okay, jetzt gehst du dran vorbei. Okay. Das sieht gut aus. Wer sind Sie denn? Kommen Sie ruhig noch mal her, wir wissen, dass Sie da sind. Ist wieder da. Okay. Komm her. Ist links an der Kiste, Marc. Links an der. Genau dort. Genau dort. Ja, jetzt ist er weg. Komm noch mal her, bitte. Aber ich schätze, jetzt gehen wir hier drüben, Bertie. Gehen wir weiter rüber. Ja.
Schrank. Boah, was macht der? Setz dich doch noch mal auf die Bank. Weg. Komm, bitte. Sprechen Sie bitte durch das weiße Rauschen. Und jetzt steht er an der Wand. So an den Schrank. An den Schrank gedrückt, so als hätte er Angst davor. So richtig so. Das macht Ihnen nichts. Sie können sprechen jetzt. Ich bin hier. Es hat gesagt, weil es das erste war, ist es noch nicht im Dings. Ja. Aber er hat gesagt, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, so habe ich es auch verstanden. Wer sind Sie denn? Boah, guck dir mal die Form an. Krass. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ihn wecken. Ah, wo zeigen wir nochmal die Dings an? Dich wecken. Und da unten normalerweise in diesem Text drin steht. Hier? Ja. Da steht nur offen. Ja, machen? Ja, der ist noch in der Konfiguration. Okay. Aber die Aussage an sich habe ich jetzt auch mit Erwachen. Erst ihn wecken und jetzt zwar Erwachen. Erwachen. Aber wen wollt ihr wecken? Pasquale, der kann doch eh schon nicht schlafen. Es wäre schön, wenn er mal wieder schlafen könnte, ja. Speicherkarte sagt 4 Minuten noch. Jetzt versucht er, das Handy zu berühren. Okay. Der traut ihm nicht. Also wie gesagt, lasst den Pasquale zufrieden. Es gibt noch ganz viele andere Menschen, die ihr besuchen könnt, aber lasst ihn zufrieden. Und von wegen erwecken, ihn wecken, nein Mann, der Mann soll mal schlafen. Versteht ihr das? Hallo? Wissen Sie, dass Sie hier nichts verloren haben? Dass sie hier unerwünscht sind. Der wird immer größer. Gut, zack. Was bist du? Das schaut mir auch jetzt auch nicht wirklich menschlich mehr aus. Guck mal, das sind die Füße und der Oberkörper ist komplett zurückgeklappt. Und ist Dach vorhin noch? Was sind wir dabei? Mhm. Unglaublich. Mhm. Und dann sagt er noch, hier schläft er und er kann kaum schlafen. Und die sagen, ihn wecken. Machen. Der kommt auf uns zu. Der bewegt sich auf uns. Komm mal zurück, bitte. Das sieht wirklich aus. Sag uns doch mal, was willst du hier? Kannst du nicht. Was willst du hier? Der will abhauen, Leute. Nee, bleib mal schön hier. Wir räuchern hier gleich noch. Danach kannst du abhauen. Oh, okay. Ja, zu schon weg. Nicht abhauen! Hier ist schon raus. Ja, Sack. Jetzt scheint er weg zu sein. Ja, gerade hier hat sich hier durchgedrückt. Ja. An diesem Punkt hatten wir bereits das gesamte Haus ausgeräuchert. Aber jetzt sollte die schwierigste Aufgabe kommen, das Räuchern von Pasquale. Nachdem wir bereits über 9 Stunden dort im Einsatz waren, sollte das unser letzter Einsatz sein. Doch das Ganze gestaltete sich alles andere als einfach. Es schien so, als ob die Entitäten an Pasquale festhalten wollten und mich wiederum abhalten wollten, ihn zu räuchern.
gerade in die Nacht gehen muss, kannst du keinen Cyber in der Region. Alles schon klar, kombiniert also. Wie gesagt, das macht mir echt nichts aus. Okay, ich sammle mich mal ganz kurz. Das ist jetzt gerade echt krass. Als ich deine Kinder gewaschen habe, war ich tiefenentspannt. Und jetzt, wo es an dich geht, als ob irgendwas auf mich jetzt Einfluss nimmt und sagt, mach das weg, lass das. Das ist echt krass. Sie wollen nicht, dass ich dich räusche. Ja, okay. Ich glaube, dass die gerade Einfluss auf mich nehmen. Mhm. Ey, mir schießt das Wasser in die Augen. Ich spiele euch hier keinen vor. Irgendwas ist jetzt gerade an mir dran. Würde mich interessieren, was jetzt gerade da draußen passiert. Boah! Können Sie ja gerne mal zuschieben. Nein, nein, geht schon. So einfach mache ich das denn jetzt nicht. Boah! Ich habe mich jetzt probiert, darauf zu konzentrieren, auf einmal habe ich richtig gemerkt, so boah, so richtig, so die schlimmsten Gedanken, die dir passieren können, dein Kind stirbt, dann, aber so habe ich mich gerade gefühlt. Also wirklich, als ob die schlimmsten Albträume meines Lebens in einer Sekunde waren. Das war gerade mein inneres Befinden. Also jetzt glaube ich das wirklich, dass ich das komplett auf dich so eingeschossen habe, weil das habe ich noch nie bei einer Räucherung gehabt. Also bin ich ganz ehrlich. Aber wir ziehen das jetzt durch und es ist mir jetzt egal, was die wollen. Wichtig ist, was wir wollen. Und ihr habt Pasquales Leben auch absolut nicht im Griff. Weil wenn irgendjemand sein Leben im Griff hat, dann ist er selber das. Und ihr habt überhaupt keinen Einfluss darauf. Egal, was ihr euch eingebildet habt, in den letzten Jahren, der Mann hat nichts verkehrt gemacht. Dieses Haus ist ab, wenn wir gehen. Und Liebe, die Freude, kein Ort der Trauer. Oder des Pechs. Gute Menschen haben Gutes verdient. Boah, Alter, die. Die werden sich und andere sagen. Aber das ist mir egal, weil Gott ist auf meiner Seite. Ich ziehe mit Gott in den Krieg gegen euch. Und ihr habt überhaupt keine Macht über uns oder über Pasquale, über seine Familie, seine Kinder. Habt ihr überhaupt keine Macht.
das Schönste, was dir mal im Leben passiert ist? Das Erste, was dir jetzt in den Kopf kommt, du denkst, irgendwas ganz Schönes, was du mal erkennst. Weg, sage ich dir, aber nicht diesen Druck, wie ich hatte. Okay. Ja, wir haben die Lichtbox und die Alarme und so zu machen. Okay. Weil für die wird es zeittechnisch noch so eng, wir haben schon halb vier. Bitte, das schaffst du doch gar nicht mehr, oder? Auf die Arbeit. Wie soll denn ausfallen? Aufnahme läuft. So, Pasquale, jetzt haben wir es halb vier in der Früh. Zehn vor vier, okay. Also wir haben die ganze Nacht jetzt hier fast draufgehauen. Also bevor wir jetzt quasi zum Fazit kommen, vielen Dank, dass du uns so herzlich hier empfangen hast und Essen anmachst, Trinken anmachst. Also ganz herzliches Dankeschön. Also ich glaube, wir sind noch nie so gut bewirtet worden. Also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Fand ich sehr, sehr nett von dir. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was heute Abend hier war. Also ich meine, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich glaube, ich muss das auch noch ein bisschen verdauen, was hier alles so war. Ich bin ganz ehrlich, also für mich war einfach so der krasseste Anhaltspunkt. Du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du in deinen Büroräumen viel Negatives erlebst und wir nehmen quasi diese Figur auf, die auf deinem Platz sitzt. Wie hast du dich da gefühlt, als du das gesehen hast? Einerseits bestätigt, dass ich das richtige Gefühl hatte und andererseits schon enttäuscht, dass jemand auf meinem Platz sitzt und versucht, mich zu manipulieren, zu steuern, mir die Kraft zu rauben. Also ich war schon ziemlich verärgert. Dann hatten wir auch die Aussage von dir, dass du gesagt hast, dass du sehr schlecht schlafen kannst. Mhm. Du schläfst, was ist das, 3-4 Stunden nur wieder? Sowas, ja. Ja, und dann hatten wir ja quasi in seinem Schlafzimmer diese Figur, die auf dieser alten Schulbank gesessen hat. Die Schulbank ist Minimum 80 Jahre alt. Noch älter. Ja, wahrscheinlich noch sogar noch älter. Noch älter, ne? Ist schon krass, dass diese Person dort saß. So, muss man gerade den Puck wegschieben. Und was ja auch wieder bestätigt, was du sagst. Du sagst, du schläfst dort schlecht, du schläfst wenig. Wir nehmen diese Figur auf und kriegen quasi die Aussage, wie war das, weckt ihn. Mhm. Ja, ne? Und sorry Leute, wenn ich es jetzt nicht mehr 100% zusammenkriege, aber wir sind schon ein paar Stunden hier und so langsam nach müd kommt blöd und so. Es war schon echt krass. Also es war am Anfang für mich schwer zu verstehen, was hier wirklich los sein könnte. Weil ich meine, was du erzählt hast, das ist nichts, was über ein paar Wochen geht. Das ging über Jahre. Man hat es gemerkt. Ja, also ihr habt es auch gesehen. Ich habe versucht, ihn quasi zu räuchern mit Salbei. Und das war ein Riesenakt für mich, weil plötzlich schoss mir das Wasser in die Augen, als ob mich irgendjemand abhalten möchte davon. Ich musste ihn noch dreimal räuchern. Wir haben jetzt natürlich nicht diesen großen Erfolg, dass er
wieder die Augen aufmachen, sagt, hurra, ich bin ein neuer Mensch. Wenn so lange etwas Negatives auf jemanden eingewirkt hat, dann kriegst du das auch nicht einfach so mit einem Schnipsen weg. Das ist jetzt halt ein Prozess. Ich bin der Meinung, Pasquale ist auf einem guten Weg. Einfach jetzt mal abschließend. Wie schätzt du das ein? Wie war das jetzt, uns zuzusehen? Das, was du selber mitbekommen hast. Wir hatten ja auch oben diese Aussage von wegen mit dem Kind. Mhm. Und da ist ja tatsächlich auch ein Kind aus dem Fenster gefallen. Wie waren so die Eindrücke für dich, das mal live zu sehen? Also schon komplett, die Eindrücke waren bestätigend. Nochmal das, was ich gehört habe, das, was ich von diesem Haus erfahren habe, mhm. bezüglich auch selbst hier erlebt habe, was uns da auch in diesem Voice-Telefon da gesagt wurde, das hat mich auch wieder bestätigt. Ja, das war schon ein komisches Gefühl, aber trotzdem war es ein befreiendes Gefühl, dass ich jetzt endlich mal wusste oder erfahren habe, woher das eigentlich kommt, ne, diese ganzen Einflüsse, weil ja, man weiß es nie, woher kommt es. Ist man selbst eigentlich die Person oder wird man geleitet oder ist wirklich jemand da, wo einem nichts Gutes wünscht? Und so war das natürlich letztendlich. Du weißt, haben wir gerade drüber gesprochen, als die Kamera noch aus war, wir sind immer da. Mhm. Egal was ist, und wenn du reden willst, weil irgendwas vorgefallen ist, dass du denkst, das könnte gerade wieder so weitergehen, wir kommen gerne nochmal. Überhaupt kein Problem. Also das ist Ehrensache, dass wir da wiederkommen würden. Ja, was gibt es abschließend noch zu sagen? Leute, ihr wisst, wie es ist, ihr kennt unser Format. Wir haben vielleicht nur die Spitze des Eisbergs heute Abend hier live mitbekommen. Jetzt geht's an die Auswertung. Und ich könnte wetten, dass wir auf den Kameratonspuren, ihr habt es jetzt schon gesehen, noch einiges drauf haben, was am Ende das, was wir heute Abend nicht rausfinden konnten, für uns offenlegt und halt auch für Pasquale offenlegt. Ja, und das wäre uns natürlich jetzt wichtig, Punkt 1, dass es ihm jetzt besser geht und vielleicht auch wieder mal glücklichere Zeiten kommen. Und für uns natürlich dann auch, ja, wie soll ich sagen, die fehlenden Puzzleteile zu finden, warum das alles passiert ist. Weil sowas ist ja, ne, er hat ja diese Immobilie gekauft, okay, aber das ist ja kein Grund, jemanden 7 oder 8 Jahren das Leben zur Hölle zu machen. Also vielleicht finden wir noch raus, woran es gelegen hat. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt und die Leute da draußen kennen mich. Ich bin davon überzeugt, dass für dich jetzt ein neuer Abschnitt beginnt. Würde mich sehr freuen, ja. Ich drücke dir absolut die Daumen und das wird. Das hoffe ich. Bin ich mir auf jeden Fall sicher. Hat mich gefreut. Gleichfalls. Also, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Tolle Menschen, ganz liebe Menschen auch mal so in die Kamera. Und hatte auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Auch wenn viele sagen, naja, die glauben nicht dann, aber ich habe mich auf diese Jungs wirklich verlassen können und ich zähle auch darauf, dass es auch klappt. Von dem her kein Scharlatan, sondern wirklich fachmännisch gearbeitet. Vielen Dank. Das ist für uns, glaube ich, so das größte Lob, wenn man sowas hört, ne? Weil wir probieren ja halt auch immer sehr seriös zu arbeiten und kann ich nur zurückgeben. Also wie gesagt, wir durften auch einen Teil von deiner Familie kennenlernen. Ja. Auch ganz tolle Menschen, du auch. Danke. Und ich wünsche euch wirklich nur das Beste und es sollen jetzt einfach bessere Zeiten kommen. Und sollen die nicht kommen, dann kommen einfach wir wieder. Ja, warum mal so? Wir haben es verdient. Ja, sehr gerne. Ihr habt es definitiv verdient. Ihr seid tolle Leute und ich meine, du hast ja das hier alles hart aufgebaut und sowas muss belohnt werden. Danke. Ja. Gut, Leute. Wollt ihr noch was sagen? Gut. Team ist komplett müde. Berti ist total platt. Der wird es heute auch, glaube ich, nicht mehr auf die Arbeit so wirklich pünktlich schaffen. Ja, Stefan winkt auch nochmal in die Kamera. Leute, das war der Auftakt zu Staffel 7. Wir sehen uns in der nächsten Episode Parang die Geisterjäger oder kauft ganz einfach eine DVD im Shop. Wäre auch ganz cool. Und ja, mein Name ist Marc von Parang. Er räuchert noch. Er brennt noch. So, zum Schluss sind wir noch ein bisschen lustig. Leute, macht's gut. Lasst euch nicht anquatschen. Bis bald. Ciao, ciao. Gut.